Aber wir beginnen jetzt mit Kinderwagen-Routing mit Obensritt-Map, vorgetragen von Dr. Roland Olbricht. Man kennt ihn als OSM-Urgestein, vor allem bekannt durch das Overpass-AP. Ich wünsche einen interessanten Vortrag. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Kinderwagen-Routing mit OpenStreetMap. Kurz zu mir als Person. Mein Name ist Roland Olbricht. Bekannt bin ich in OpenStreetMap, vor allem für die Entwicklung der Overpass-API, aber auch zumindest in Teilen aktiv für das Mapping speziell von Fußgänger und ÖPNV und habe jetzt seit gut einem Jahr eine ganz spezielle Motivation, mich um Fußgänger auf Rädern zu kümmern. Bin nämlich seitdem Vater einer kleinen Tochter und habe daher gerne ein Projekt wieder aufgenommen, was tatsächlich noch auf das Jahr 2018 zurückdotiert. Die Stadt Dortmund an den OSM-Stammtisch Dortmund herangetreten, um das Thema Routing von barrierefreies Routing, konkret Routing für Rollstuhlfahrer, idealerweise auch für Blinde, so umzusetzen, dass man es tatsächlich auf Teilnehmer ganz ohne OpenStreetMap-Bezug loslassen oder ihnen in die Hand drücken kann, ohne sie weiter zu betreuen. Das heißt, es ist tatsächlich die Produktionsreife zu erreichen. Anlass dafür war der Kirchentag 2019 in Dortmund. Zum Hintergrund, Kirchentag ist eine Veranstaltung mit etwa 100.000 Besuchern. Davon, wie das Publikum der Kirche einmal nur ist, tatsächlich auch durchaus viele, die die ein oder andere Mobilitätseinschränkung haben, sodass die Stadt Dortmund sich erhofft hat, da schon eine vorzeigbare Lösung zu haben, die aber nicht nur für die paar Tage des Kirchentages funktioniert, sondern eher eine Auftaktlösung für eine dauerhafte Lösung darstellt. Das hat auch den Rahmen abgesteckt, da die Stadt Dortmund keine Möglichkeiten hat, dauerhaft als App-Entwickler aufzutreten, soll die Integration erfolgen, indem die indem das barrierefreie Routing direkt aus der VR-App zugänglich ist und damit aufgrund der internen Organisationsstruktur auch von denen der örtlichen Dortmunder Stadtwerke. Das stellt eine Finanzierung sicher, denn ÖPNV-Anbieter müssen ab 2022 ohnehin zu barrierefreien Reisemöglichkeiten beauskunften. Eigentlich sah das Gesetz sogar vor, dass 2022 der ganze ÖPNV bereits barrierefrei sein muss, aber das hat sich angesichts des hohen baulichen Aufwandes als nicht durchführbar erwiesen, sodass nun wenigstens ab 2022, mittlerweile also sehr bald, die Auskünfte im ÖPNV ab dem ersten Einstieg bis zum letzten Ausstieg barrierefrei gestaltet sein müssen, also auf sämtliche Hindernisse, noch bestehenden baulichen Hindernisse hinweisen. Der Anspruch der Stadt Dortmund geht aus praktischen Gründen darüber hinaus. Eigentlich möchte man ja eine Reisekette haben, nämlich barrierefrei von Tür zu beauskunften oder auch überhaupt Fußwege, bei denen gar kein ÖPNV ist, beauskunften zu können. Dabei hat man sich sowieso an OpenStreetMap gewendet, denn weder der VR noch die örtlichen Stadtwerke oder die Stadt Dortmund selbst hätten die Möglichkeit, die flächendeckend die barrierefreien Daten einzupflegen, stellen aber natürlich gerne die Daten, so sie sie denn haben, zur Verfügung, aber wären eben nicht in der Lage, über verschiedene Ämter hinweg die Daten so weit zu normalisieren, zu kommentieren und zu interpretieren, dass sich daraus eine sofort für das Routing sinnvolle App ergibt und hat sich daher sowohl auf den Sachverstand als auch die Ausdauer von OpenStreetMap verlassen. In OpenStreetMap gibt es dabei bereits zahlreiche Projekte, die sich dem Fußgängerrouting widmen. Erwähnen möchte ich hierbei die Bachelorarbeit zum Beispiel von Nathalie Lang, die von der Geofabrik betreut wurde,
von der, an der Uni Heidelberg gibt es oder hat es zumindest immer wieder Doktoranden gegeben, die sich mit Fußgängerrouting auseinandergesetzt haben. Auch in den USA gibt es ein Projekt, Code for Charlottesville, die anstreben, barrierefreies Routing sogar zu ermöglichen und sich mit Steigung und Bürgersteigerzeugung aus. Allen diesen gemeinsam ist, dass das Tagging-Schema entweder überhaupt nicht bekannt ist. Wir haben es im Wiki veröffentlicht, aber es ist viel Detailkram. Oder aber eben, siehe Detailkram, viel zu detailliert ist, als dass man innerhalb von überschaubarer Zeit für ganz Dortmund, es sind immerhin 1600 Kilometer Straßen, mit realistischerweise 10 Mappern die Daten so weit erfassen kann, dass man tatsächlich jemanden mit dem Rollstuhl auf Basis dieses Routings losschicken könnte. Daher haben wir am Stammtisch Dortmund ein Tagging-Schema entwickelt, das tatsächlich sich in sinnvoller Zeit auch umsetzen lässt. Und hier möchte ich jetzt einmal durch die Elemente durchgehen. Das erste ist ein durchaus bestens bekanntes Problem in OpenStreetMap, nämlich die Bürgersteige zu erfassen. Das wird gerne mal unterschätzt, weil man sämtlichen Residenzschutz und sämtlichen Wohnstraßen unterstellt, dass sie schon Bürgersteige hätten. Ich habe einfach mal zwei zufällige, aber eben nicht seltene Beispiele aus Wuppertal fotografiert, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Und auch in Köln, das ist das Bild oben rechts, oder in Dortmund, das ist unten rechts, findet man Stellen, in denen einen eigentlich mitten in der Stadt, da wo man durchgehende Bürgersteige erwarten könnte, die Platznot dazu führt, dass in einem Fall Baum und Parkplatz sich durchsetzen gegen einen benutzbaren Bürgersteig. Im anderen Fall, dass die für eine Grundstückseinfahrt, die warum auch immer so wichtig ist, dass man dafür den Bürgersteig einfach unterbrochen hat und hier mit dem Rollstuhl schlicht nicht durchkäme. Daher bleibt als Fazit, dass nicht nur bei allen Residentials, sondern erst recht bei allen auch übergeordneten Straßen, reicht es eben nicht davon auszugehen, dass wenn man keine Ahnung hat, dass es schon Bürgersteige geben wird, sondern es ist explizit notwendig, an allen Highways von Residential an aufwärts, die für Pkw befahrbar sind, auch wirklich explizit zu bestätigen, ob es auf beiden Seiten einen Bürgersteig gibt, indem man ihn auf die eine oder andere Weise beim Mappen erfasst. Es gibt zwei Methoden in OpenStreetMap, um Bürgersteige zu erfassen. Das eine ist explizit als gemappt als geometrisches Element abseits der Pkw-Fahrbahn. Die andere Methode ist, die Pkw-Fahrbahn so mit zusätzlichen Tags aufzuwerten, dass daraus zurückgeschlossen werden kann, ob ein Bürgersteig an der Straße vorliegt. Und das ist entlang der Straßenparallelen noch einigermaßen gut lösbar, aber an Kreuzungen ist es eine Herausforderung, die korrekte Geometrie der Bürgersteige zu ermitteln. Die ließe sich beim expliziten Erfassen über Details deutlich besser erfassen, sowohl die Besonderheiten an Kreuzungen als auch Besonderheiten, die sich durch Grundstückseinfahrten, Einmündung oder ähnliches mittendrin ergeben. Allerdings, es gibt 1600 Kilometer Straßen in Dortmund oder sogar 400.000 Kilometer Straßen in Deutschland. Das heißt also, wenn wir uns an den Anspruch erinnern, dass wir sehr zeitnah in die Lage kommen wollen, zuverlässig zu sagen, fürs Routing sagen zu können, ob etwas einen Bürgersteig hat, wenn wir nicht umhin kommen, den größeren Teil der Straßen auf absehbare Zeit, auf mehrere Jahre hinaus mit der Nur-Tech-Lösung zu erfassen, um schnell genug fertig zu werden. Ein ähnliches Problem stellt sich dabei für Kreuzungen. Es gibt wiederum etwa 1 Million Kreuzungen. Zu erfassen wäre, ob die Bordsteine abgesenkt wird. Man sieht hier sehr schön, dass ich mit dem Kinderwagen gleich ein bisschen mich anstrengen muss, um auf den nicht abgesenkten Bordstein
auf der anderen Seite zu kommen. Mit einem Rollstuhl hätte man hier schlicht verloren. Ähnlich wie in wie bei den impliziten oder expliziten Wegen bräuchte man auch hier eine Lösung wegen der hohen Zahl von 1 Million Kreuzungen, dass man einfach mit einer einfachen Mapping-Technik, am besten mit einem Klick, realistischerweise mit einem Tag auf einem bestehenden Knoten, die Information erfassen kann, die Positivinformation, dass alle Bordsteinkanten abgesenkt und damit alle Wege entlang der Kreuzung passierbar sind, statt bei der expliziten Methode die vollen 8 oder an 8 Stellen ein Hindernis einzufügen, an dem über die Bordsteinhöhe erfasst wird, ob das die Bordsteine abgesenkt sind. Und in den weiteren Fällen, bei denen eben nicht alle Bordsteine abgesenkt wird, am besten immer noch pro Zulauf auf die Kreuzung nur einen Tag markieren zu müssen, ob jeweils diese Straße hier zu queren ist, weil die Bordsteine auf beiden Seiten abgesenkt sind. Wenn sie unsymmetrisch sind oder einer nicht abgesenkt ist, nimmt man den schlechteren Wert der beiden Werte, also die höhere, größere Höhendifferenz. Und wäre ebenfalls dann im Standardfall, dass alles abgesenkt ist, mit einem Klick durch und in dem, was den Großteil der restlichen Fälle abdeckt, nämlich dass einige, aber nicht alle Bordsteine abgesenkt wird, immer noch mit relativ wenigen Klicks durch, statt wie bei der expliziten Methode alle zu platzierenden Nodes einzeln zu platzieren und mit Zusatzinformationen auszustatten, wie hoch hier gerade der Bordstein ist, wenn man schlussendlich beim Roten immer ohnehin über Paare von Bordsteinen muss, rauf, runter und auf der anderen Seite wieder rauf. Das größte Problem mit dem Modell ist, dass es tatsächlich schwierig zu verstehen sein muss. Die Mitmapper vom Stammtisch Dortmund waren alle generell sehr, sehr fit in OpenStreetMap, aber diese Abstraktion, dass man sagt, man kommt an der Kreuzung für die Bordsteine mit einem oder mit 4 Nodes aus, ist irgendwie nicht komplett angekommen, weswegen meine Sorge ist, dass einfach als Wochenaufgabe wird wahrscheinlich zu Verwirrungen führen. Da müssen wir also nochmal rausfinden. Vorschläge auch gerne willkommen. Wie man das zu einer einfach zu verstehenden Lösung macht, die im Rahmen der Wochenaufgabe auch entsprechend viele bis alle Mapper bearbeiten können. Und ich hänge da nicht an den Begriffen der Tags, das ist einfach ausgedacht, All Curbs und Both Curbs. Aber woran ich eben hänge, ist das Konzept, dass man mit einem Tag im einfachsten Fall und mit 4 Tags im etwas komplizierten Fall auch wirklich schon durch ist. Und verhindert da irgendeine komplexe Konfigurationsorgie zu machen. Die zweite wichtige Information ist die Wegbreite. Schon mit dem Kinderwagen ist es häufig so eng, dass sich entgegenkommende Fußgänger zunächst abwarten muss. Und für einen Rollstuhl geht das so weit, dass eine Mitarbeiterin der Stadt Dortmund freundlicherweise als amtliche Empfehlung für die Mindestbreite des Weges 1,25 Meter gefunden hat. Das zweite Problem sind ortsüblich vorhersehbare, aber eben nicht ständig präsente Hindernisse wie Mülleimer und parkende Autos. Nach klassischer OSM-Doktrin würde man sie gar nicht erfassen, weil sie ja nicht dauerhaft nachweisbar sind. Für ein praktisches Rollstuhl-Routing ist es aber sehr wichtig zu wissen, bei welchen Wegen man damit rechnen muss, dass sie verstellt sind. Und daher ist hier die große Aufgabe an die Community, mit den Prinzipien von OSM so umzugehen, flexibel genug, dass das Rollstuhl-Routing trotzdem funktionieren kann. Bei Steigungen dagegen ist die Herausforderung, dass es keinen magischen Wert gibt, an dem sich die Benutzbarkeit maßgeblich verändert. Einerlei bewegt sich die Grenze für Rollstuhlfahrer, Kinderwagenschieber, aber auch Radfahrer und weitere Verkehrsnutzer gerade in den Bereichen irgendwo zwischen 3% und 20%.
was lustigerweise auch ungefähr die Grenzen sind, die man für die Steigungsfähigkeit von Elektrorollstühlen findet. Andererseits bewegt sich aber auch die vorhandene Infrastruktur in diesem Rahmen. Irgendwo an der unteren Grenze sind die 1,25%, die man für umgebaute Bahntrassen erwarten darf, während aber durchaus man im realen Wegenetz mit 10-15% Steigung aus Bestandsinfrastruktur nutzen muss, wie zum Beispiel Wohnstraßen in steileren Städten oder aber auch den Rollstuhlrampen in Schweizer Bahnhöfen. Man könnte versucht sein, die Steigungen indirekt aus den Messungen von einem Höhenmodell abzuleiten. Allerdings sind Höhenmodelle ausgerechnet da unzuverlässig, wo man besonders häufig mit einem Rollstuhl oder Kinderwagen durch möchte, nämlich in Straßenschluchten, wie sie im typischen städtischen Umfeld auftreten, unter Bäumen, da wo es zum zu Fuß gehen hübsch ist, und auf Ex-Eisenbahntrassen in Einschnitten, die einerseits das Rückgrat des Wegenetzes bilden und andererseits wegen der niedrigen Steigung eben extrem attraktiv sind. Als letzten wichtigen Wert haben wir uns am Dortmunder Stammtisch auch um die Oberflächen der Wege gekümmert. Und dabei sind die Herausforderungen einerseits, dass da die vorhandenen Werte eher auf Optik optimiert sind. Und zum Beispiel so etwas wie für das Kopfsteinpflaster, was in Deutschland nun mal relativ häufig vorkommt, verschiedenste Werte von Paving Stones über Set bis Cobblestones in Frage kämen und dementsprechend die Konfusion groß und die erfasste Qualität schlecht ist. Und wenn man den Mappern recht genau erklären müsste, wie sie das genau mappen oder sich darauf einigen, wie man mit einem zusätzlichen Tag, nämlich Smoothness, die Werte, die Oberflächen tatsächlich so erfasst, dass es fürs Berollen interessant wird. Ist also das ergänzende Tag Smoothness die richtige Lösung, zusätzlich zur Surface zu setzen, damit man zulässige Kombinationen für Rollstühle, Kinderwagen und vielleicht auch spezielle Rollstühle und Fahrräder erkennen kann? Es ist schwierig zu objektivieren, was sich in Werten wie Very Horrible findet, und auch schwierig zu messen. Dazu verweise ich auf die Bilder hier unten. Der linke ist praktisch unpassierbar, der rechte ist völlig problemlos passierbar. Als Fazit lässt sich zusammenfassen, die Wochenaufgabe Sidewalk hat gezeigt, dass es möglich ist, rund um das Fußgängerrouting die Informationslage zu verbessern. Und so hoffe ich nun einerseits auf Mapper wie die für die restlichen 50-80% der Bürgersteige an Straßen, zu denen nämlich noch nicht einmal das Sidewalk-Tag erfasst ist, und sei es auch nur das positive Sidewalk gleich Both. Und vor allen Dingen aber, wenn das einmal geglückt ist, auf eine spätere Wochenaufgabe, die zumindest auch Bordsteinabsenkungen an Kreuzungen erfasst, was mit dem vereinfachten Modell hoffentlich einfach genug ist, um flächendeckend umgesetzt zu werden. Dagegen sind die Erfassung der Wegbreite von Steigung und Straßenbelag zwar wichtig, aber stellen die Mapper vor neue Herausforderungen, um mit Mapping-Gewohnheiten umzugehen. Und daher hoffe ich, dass wir das dann in zukünftigen Wochenaufgaben aufnehmen können, wenn tatsächlich die Erfassung der Bürgersteige und Straßenkreuzungen einigermaßen flächendeckend geglückt ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Herzlichen Dank, Roland Olbricht, für diesen hochinteressanten Vortrag. Ein vermeintlich simples Problem, das so komplexe Lösungen verlangt. Das Datenmodell ist hier schon beeindruckend kompliziert, um das zu lösen. Es kam auch eine entsprechende Frage, die aber gerade aus mehreren Sachen sich zusammensetzt, kannst du vielleicht gerade darauf eingehen. Ich lese jetzt nicht vor. Ja, dann steige ich einfach mal direkt ein. Also ich möchte das in drei Teilen aufteilen. Grundsätzlich das Problem des hier notwendigen Mikromappings sind nicht die Bla, sondern die man auf keinem Stammtisch sieht. Jein, also das Schema ist ja extra mit dem Stammtisch Dortmund zusammen entwickelt worden, damit wir da möglichst auch was haben, was tatsächlich in der Fläche geht.
Das heißt, also da würde ich jetzt, also den impliziten Vorwurf, dass das nicht praxistauglich ist, würde ich da mal auf Seite, würde ich das mal abweisen. Dann die Frage mit dem komplexen Mapping. Gilt natürlich immer, das ist ein Totschlagargument. Zum Vergleich, ist ja mal lustig, die Mapping-Historie der Leute zu durchsuchen. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen zum ersten Mal in meinem Leben einen Max-Speed-Tag gesetzt auf der Autobahn. Wie kriegt man raus, wo das Tag genau ist? Letztendlich musste ich den Start und Ende, das ist eine Ausfahrt gewesen, musste ich irgendwie gucken, Orientierungsmarken zu finden. Letztlich bin ich über Kilometertafeln gegangen. Das ist eine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit. Kann ich keinem Anfänger empfehlen, Max-Speed-Tags zu setzen. So, nach der Logik mit voll komplex, müsste man also jetzt die Max-Speed-Tags komplett aus OSM löschen und damit wäre es selbst fürs PKW-Routing weitestgehend unbrauchbar. Also letztendlich gilt für Komplexität. Ich werfe mal, es gibt Leute, die Vorschläge in den Raum werfen, was praktikabel ist. Es gibt Leute, die anfangen umzusetzen. Es gibt auch Leute, die Vorschläge in den Raum werfen und sich nicht dafür interessieren, ob es umgesetzt wird. Aber hier geht es konkret erstmal, ich hätte bewusst 3 Schritte vorgestellt. Der erste Schritt wäre, Der erste Schritt wäre, dass man einfach mal sagt, man setzt konsequent das Sidewalk-Tag an allen Highway, im Prinzip an allen PKW-befahrbaren Straßen. Weil die wesentliche Information ist, selbst bei Wohnstraßen, wo man vermuten könnte, ist immer auf beiden Seiten Bürgersteig oder notfalls leicht überquerbar, ist es halt nicht der Fall. 10-30% der Wohnstraßen haben nicht an beiden Seiten Bürgersteige. Punkt. Da wäre es gut, die Information zu haben, welche das sind. Und alles andere können wir erstmal später machen, gerade wegen der Komplexität. Die andere Sache mit dem Routing, das ist ehrlich gesagt ein Problem mit, man kann sich auch aufschreiben, es gibt Tools, die anzeigen, wo Routinglöcher sind. Das ist so aus dem Bauch aus, würde ich sagen, ich habe das aus der B-Router-Ecke gesehen, ich habe das aus der OSRM-Ecke gesehen und ich würde fast wetten, dass es das aus der Graphopper-Ecke auch gibt, die Karten bunt einzeichnen und einem anzeigen, wo wahrscheinlich was falsch ist. Und Routing ist ein schwieriges Problem. Also den ersten Routing-Fehler von meiner Haustür, wo ich gerade zu Hause bin, ist knapp 700 Meter entfernt und übrigens vermurkst es Google und hat es seit Jahren nicht hingekriegt. Deswegen ich allen Leuten, die zu mir persönlich kommen, gebt nicht meine Adresse, sondern folgende andere Adresse ins Navi ein und dann geradeaus, halb links, über die Brücke, am Wanderparkplatz vorbei, geradeaus und dann steht ihr vorm Haus. Geht halt nicht anders, weil Google es nicht hinkriegt. Und natürlich, es ist nicht zu hoffen, dass OSM das viel besser macht. Es gibt diese Tools. Wenn man sagt, man möchte aus der Richtung Unterstützung haben, dann wäre es natürlich richtig, die Tools auch weiter zu verbreiten, damit man diese Mapping-Navigationsfehler leichter findet. Gilt für alle anderen Sachen ebenso. Es gibt eine Menge Leute, die mit QR-Tools unterwegs sind. Und wenn man sagt, es ist schwierig, Fehler zu finden, dann mehr QR-Tools. Gut, aber zurück zu dem Tagging-Vorschlag. Also, ich habe gesagt, es gibt vier Sachen, die man dringend braucht. Und es ergibt Sinn, vom Einfachen zum Komplizierten zu arbeiten. Sidewalk-Tags sind vom Konzept her verstanden. Deswegen der erste Schritt wäre, alle Straßen mit Sidewalk-Tags zu versehen. Es sei denn, die sind schon explizit gemappt, die Bürgersteige. Wenn es nicht praktikabel ist, die Detaileigenschaften der Bürgersteige, die Geometrie zu mappen, dann selbstverständlich als expliziter Weg. Aber wichtig, eben die Fläche zu kommen. Der zweite Schritt wäre, sich um die Bordsteinabsenkungen zu kümmern. Da gibt es kein etabliertes Tagging. Das ist eben genau das Problem, was ich gesagt habe. Es gäbe die Möglichkeit, per Mikromapping die Bordsteinabsenkung zu mappen, aber ich sage, das dauert zu lange, weil wir 1 Million Kreuzungen haben. Deswegen mein Vorschlag, dieses Sorglos-Tag, dass man eine Kreuzung mappen kann, alles ist abgesenkt, alle nützlichen Überquerungen sind auch vorhanden. So, und wenn wir damit durch sind, was, ich sag mal, eher nicht dieses Jahr passiert, sondern wo man sagt, man muss wahrscheinlich 2, 3 Durchgänge mit Mapping-Aufgaben haben, dann kann man sich die anderen Themen mal vornehmen. Themen, die wir identifiziert haben, waren Steigungen, Wegbreiten und Wegoberflächen. Wir hatten in Dortmund mit den Wegoberflächen angefangen und würde sagen, es ist im Nachhinein das komplizierteste Thema. Ich würde, glaube ich, als nächstes danach das Thema Wegbreiten anfassen, dass man erfasst da, wo Bürgersteige eben deutlich unter 1,25 breit sind, weil es ist dann immer noch eine allgemeine Wahrnehmung im Bürgersteig, aber es ist halt für einen Kinderwagen und erst recht für einen Rollstuhl nicht brauchbar. So, das war der Vorschlag zum Tagging und die Hinweise auf die weiteren Themen eben genau, weil
es wird Regionen geben, wo die Leute mit den Zeitbrauchtext schon gut durch sind. Und dann kann man auch schon mal sagen mit, wie sähe es denn aus, wenn man sich stärker Richtung barrierefrei orientieren will, was müsste man denn hinterher schicken? Okay. So. Hast gesehen, wir sind aber nicht mit so viel Zeit. Es genau, deswegen gucke ich noch kurz auf die Fragen. Ich müsste kurz wissen, worum es jetzt genau mit dem DGM geht. Also ich hatte mir die SRTM vorgenommen, was ich als digitales Geländemodell bezeichnen würde. Es gibt eine relativ alte, relativ grobe 90 Meter Auflösung und die ist halt zu schlecht für die Straßenschluchten. Es gibt eine neuere Version, die eine stärkere Auflösung hat, aber da hat irgendwie eine KI oder ein sonstiger Korrekturalgorithmus rumgemurkst, weswegen sie auch wieder zu schlecht ist, weil der Korrekturalgorithmus hat die Straßenschluchten vermurkst. Wenn jetzt jemand mit einem Satz Höhendaten um die Ecke kommt und sagt, probier mal aus, ob das geht, gerne. Aber die beiden Runden SRTM waren äußerst unergiebig. Ja, das Grid Complete mitmacht bei den Gehwegen ist sehr erfreulich. Wir sollten da alle, genau, etwa so, ich gucke mal, ob das etwa so passt. Eben, zeitlich müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Vielleicht kannst du im Chat noch eine Antwort geben auf die Weiten. Genau, ich bestätige mal kurz, dass das etwa so, ne? Das etwa so ist genau zutreffend. Das sollte man vielleicht mal kopieren und irgendwo als Motto hinstellen. Okay. Und danke jetzt, genau, danke für die Rückfragen und dann ist es einigermaßen beantwortet. Ich glaube, dein Kind hat jetzt auch fertig aufgeräumt in der Küche. Das ist jetzt Ruhe. Aber wir können jetzt Pause machen und um 14.30 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Routing-Vortrag. Vielen Dank, Roland Ulbricht. Ja, danke fürs Zuhören.